Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde X4. Ich bin gerade auf dem Weg nach Getsu Fune. Der Grund dafür. Mal einmal kurz alles wieder an. Der Grund dafür ist, dass ich hier einen Xenon H entdeckt habe, den ich gerne mit zerstören würde, um zu gucken, ob ich dann den Energiekern dort finden kann, der es mir erlaubt, Xenon-Technologie zu forschen oder zu erforschen. Parallel geht unser Bau der Station hier ganz gut voran. Der wurde das letzte Mal ja gestartet, der Bau. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen erweitert, aber noch keine weitere Ressourcen hinzugefügt. Das heißt, wir haben eigentlich noch nicht mal Lagerkapazitäten dort. Denn dieses Containerlager und dieses Containerlager wird auch zum Schluss gebaut. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ist dann so. Das heißt, dass wir hiermit dann auch ein bisschen Gewinn machen können mit der Station, das dauert noch ein wenig. Ja, und das Problem, was ich letztes Mal hatte, dass ich quasi, wenn ich das hier kopiere, nicht direkt heransetzen kann, das ist heute einfach weg. Erreiche System. Also seit heute funktioniert es. Gut. Gehen wir mal wieder auf uns. Oh, hier ist ja ein bisschen mehr los. Aber wo ist die? Ah, haben sie die schon zerstört? Die haben mich schon zerstört. Die Schweine. Das ist ja blöd. Da war ich dann ein wenig zu langsam. Raum. Na gut, aber trotzdem einmal das Einsammeln, was das Schiff da verloren hat. Bis auf die Raketen scheinbar. Ich muss ja schon wieder voll sein dann mit Raketen. Oder wie ist es? Aber wir sind dann doch eher über. Ach Quatsch! Quasi einmal das Schiff angucken. Und wir haben tatsächlich einige Raketen an Bord. Autopilot ausgeschaltet. Ja, das war zu früh hoch. Ja. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall eh dahin. Obwohl, wenn wir schon so nah dran sind, dann können wir auch einmal ganz kurz gucken. Ich bin verwirrt. Ist zu sehen, dass ich da hochkomme. Container. Container. Alle Container einsammeln. Sehr schön.
Ja, das ärgert mich trotzdem. Ich würde es gerne selber zerstört. Na gut, dem ist jetzt nicht so. Dann fliege ich einmal weiter. Und zwar wollte ich ursprünglich mal dorthin. Autopilot eingeschaltet. So, was machen unsere Schiffe? 1,4 Millionen oder 5 Millionen? Hier passiert. Warum ist denn profitabler Handel plötzlich nicht mehr erkundet? Das ist doch gar nicht so riesengroß. Ah, da haben wir da auch einen kleinen Bug. So, dafür brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der sich gleich drum kümmert. Sehr merkwürdig hier. Bin ich gerade mal überlegen, wir haben ja doch öfter mal die Kark. Deswegen, wenn wir die Schiffe jetzt einfach mal zur Verteidigung hier abstellen. Irgendwie. Okay, jetzt stimmt es wieder. Die Schwanengesang. Was machen wir denn mit der? Nicht die Anweisung, das Ding zu scannen? Nee, ne? Nur angreifen. Das ist ja Quatsch. Sicherlich wieder Ärger. Erreiche System, die Leere. Geht uns hier noch? Waffenkomponenten und Elektronikkomponenten. Stimmt. Dafür hatte ich eigentlich Schiffe losgeschickt. Jetzt habe ich vergessen, was in welcher Höhe. Uiuiuiui. Falsch, da will ich hin. Fordere umgehend Verstärkung an. So, 75 davon holen. Dann noch einmal, oh Gott, so viel holen wie er kann. Und schon mal alles wieder abgeben. Bräuchte ich eigentlich noch ein Schiff mehr. Ein anderer Zerstörer, der ist hier. Was hat er jetzt vor? Noch nichts. Gut, das heißt, er kann eigentlich die übrigen Elektronikkomponenten holen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele ich jetzt noch verbrauche. Jetzt so viele plötzlich.
Eigentlich habe ich doch gar keine. Mache ich das jetzt doppelt? Sind keine da, aber... Egal. So, 1,6 Millionen. Was machst du? Lokalen Bergbau, das ist ja Quatsch. Du wirst ab sofort für ihn hier. Erreiche System. Antigone Memorial. Jeden Fall auch mal ein paar Schiffe hier unten raus. Was machen meine ganzen Scouts? Der hier macht gerade gar nichts. Was ist also hier? So, nachdem ich Timelines ja einmal komplett durchgespielt habe und ja eigentlich alle Schiffe freigeschaltet habe, würde ich tatsächlich sagen, er soll hier nochmal erkunden. Da eigentlich ein Schiff jetzt sein, was man übernehmen könnte. Bin jetzt hier nicht sicher. Soll auch nochmal erkundet werden. Das bitte auch und das bitte auch. Das kommt mir ein bisschen klein vor. Oder lieber da. Dreimal erkunden. So, und wenn er damit durch ist, kann er ja eigentlich mal da erkunden. Wobei, Moment. Zweifel des CEO? Nee. Der Omega holt die Sachen schon. Das heißt, Schwanengesang. Alle Befehle und Aufträge abbrechen. Ich kann eigentlich mal hier andocken. Autopilot hat total versagt. Naja, passiert mir auch. Autopilot eingeschaltet. So, die beiden verteidigen. Jetzt nichts mehr, das heißt, wir können ihn hier mit Kommandanten handeln. Erreiche System, Segaris. Da ist er auch dieser Station zugeordnet. Autopilot ausgeschaltet. Ja. Was? Zerstören wollen wir nicht.
Oder wollen wir das? Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Autopilot eingeschaltet. Das machen wir noch schnell. Weil bei den Sigaris-Pionieren bin ich, glaube ich, noch nicht. Genau, noch nicht auf 20. Wäre ich aber gerne. Baldrick. Machen wir kurz mal die Minengeschichte. Sind ja immerhin 80.000, also fast 100.000 mehr, die man dann hat auf dem Konto. Autopilot ausgeschaltet. Das habe ich allerdings komplett vergessen, ab wann ich quasi runterbremsen muss. Unbekanntes Objekt. Aber ich glaube, das war so ganz gut. Nein. Ja, können Sie machen. Jetzt aber. Oh, oh. Da kam eine Mine angeflogen. Unbekanntes Objekt. Freund Feind. Ja, was ist denn das? Unbekanntes Objekt. Baldrick. Unbekanntes Objekt. Freund Feind Mine. Unbekanntes Objekt. Freund Feind. Unbekanntes Objekt. Spannend ist das ja eigentlich nicht, ne? Freund Feind. Unbekanntes Objekt. Freund Feind. Kann nicht, warum treffe ich die nicht? Danke für Ihre Hilfe. Silikonkarbidmühle. So, jetzt suchen wir uns wieder unser Ursprungsziel. Beziehungsweise, was wir auch mal machen könnten, wäre hier ein bisschen zu scannen. Silikonkarbidmühle. Aber die kennen wir schon, die habe ich hier selber. Silikonkarbidmühle. Aber das Dock. Modul da vorne, das Dockmodul, das hätte ich gerne. Helios E. Silikonkarbidmühle.
Okay, es gibt hier auf jeden Fall irgendwo ein Signal. Aber vermutlich nicht da, wo ich es brauche. Das ist auch schon wieder die Mission. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Wartungsschiff. Verteidigungsstation der Segaris Pioniere. Silikonkarbidmühle. So, wo ist denn das wohl? Danke. Irgendwo rechts. Da. Ja, langsam. Silikonkarbidmühle. Schade. Sapporo. Odachi. Osaka. Odachi. Silikonkarbidmühle. Okay, das habe ich ja alles. Das sieht nach kleinen Lagermodulen aus, oder? Wartungsschiff. Ich würde sagen, ja. Ja, es ist leider alles uninteressant. Autopilot eingeschaltet. Gehen wir nochmal dahin, kümmern uns mal um die anderen Sachen, die wir hier noch haben. Der jetzt hier, der schürft jetzt Silizium. Okay, das bringt er dann hier in die Station. Das ist ja soweit in Ordnung. Hat er an mich verkauft hier? Die Station hat auch gar keine Finanzmittel. Autopilot. Ja, okay, das brauchen wir erstmal alles. Alles rot hier.
Aber die Forschung läuft. Das ist ja schon mal was. Helios E. Lagermodulen gibt es leider nichts. Aber die könnte ich mir ja auch rein theoretisch erscannen. Wartungsschiff. Aber hier ist nichts. Nichts zum Scannen. Ich wollte eigentlich ungern hinschießen. Andockerlaubnis erteilt. Na gut, dann landen wir auch. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Wo sind sie denn? Oh mein Gott, ich finde sie einfach nicht. Da. Nur noch 16. Sir. Nemesis, Angreifer. Danke. Gut. Dann holen wir uns jetzt erstmal jemanden für die neue Station. Hallo. Bist du für... Nee, du bist ja wahrscheinlich viel zu teuer. Guten Tag. Ja. Viel Glück da draußen. Den Stationskommandanten Hallo brauchen auch. Wir das nicht. Da reicht das. Manager, die lernen Großartig. So schnell. Ich freue mich auf meine erste Aufgabe. Ja, dann los. Guten Tag. Habe ich noch einen Platz auf dem Zerstörer? Jupp. Vielen Dank, dass Sie mich einstellen. Die Firma Ebus. Oh, da kommt jemand angerannt. Hallo auch. Sie hat natürlich eine bessere Uniform, was das angeht, für Viel Glück da draußen. Guten Tag. Er sieht auch eher nach Captain oder so aus. Aber den habe ich hier ja eigentlich schon. Vielen Dank, dass Sie mich einstellen. Das war teuer. Aber egal. Jetzt haben wir da auch einen besseren Captain an Bord. Nemesis, Angreifer. Eigentlich fast egal, das fällt mir gerade ein, weil das wird ja unser... Ist wahrscheinlich unser Flaggschiff. Das wir selber kommandieren in Schlachten. So, und wie wäre denn dann jetzt mal nicht Ventilani, sondern... Das ist auch Quatsch. Das ist bei den Paraniden angenommen. Ja, das ist bei den Pionieren gewesen.
Ach, das sind die Xenon. Ah ja, okay. Gut, machen wir die nächste Minenräumung am besten. Das ist sehr schön. Dann würde ich... Oh. Ich habe das richtige Teil gefunden. Mega. Hat sich doch gelohnt, dahin zu fliegen, wo die Haar zerstört wurde. Aber jetzt kann ich die Xenon-Sachen forschen. Und dann später bauen. Also keine Schiffe bauen, aber ich kann die Schiffe ausstatten. Die Xenon-Schiffe. Sehr geil. Natürlich sehr teuer, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt wollen wir das. Elektronikkomponenten und Antimateriewandler. Suchen und sammeln Sie doch bitte die benötigten Materialien, wenn Sie Gelegenheit dazu haben. Ja. Wo ist denn die Sapporo gerade? Da, die Omega. Was macht die? Nichts, okay. Brauche 200 weiter Elektronikkomponenten. Das ist ja mega teuer. Abbruch. So. Bestätigen. Die bringen wir dann wieder dahin. Oder können wir noch erst das andere, was war das? Antimaterie, ne? Antimaterie Wandler. Ich da noch 300 mit. Ja. Das kann ich dann sogar noch zuerst machen. Schön weit auseinander der Kram. Und dann geht's dahin und dann wird beides abgeladen. 80 hätte ich sogar noch gehabt. Und dann kann weiter geforscht werden. Dann können wir auch schon bis zu 3 Systeme weit teleportieren. Bis zu 5. Und das ist natürlich mega. Teleportation ist ultra wichtig. Ultra wichtig. Das beschleunigt das Spiel so ungemein. Also, ich glaube, ich würde jetzt gerne mal da erst hin. Autopilot eingeschaltet. Das Schöne ist jetzt, wo wir die Xenon-Forschung haben, könnten wir weitere Schiffe der H-Klasse auch lieber erobern zum Beispiel. Die eignen sich, glaube ich, ziemlich gut als Trägerschiffe. Entweder für Jäger oder eben auch für Drohnen, meine ich. Ich kann relativ viele Drohnen, glaube ich, fassen. Ja, dafür muss man sie auch erstmal wiederfinden.
Autopilot ausgeschaltet. So, was haben wir denn hier? Ein Einser-Dock könnte man hier gegebenenfalls finden. Aber das Ding hat keinerlei... wie heißen die Dinger noch? Datenlecks. Hier hat jemand eine Mission. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Was ist das? Ich werde die Konsole hacken. Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Wobei es schon recht easy ist, ne? Also kann einem kaum was passieren. Jetzt soll ich mir doch mal ein paar EMP-Granaten bauen. Wartungsschiff. Wieder eine Mission. Diese kriminellen Missionen. Ich gehe mit dieser Transmission ein großes Risiko ein. Wenn Sie die Übertragung empfangen, sind Sie an einem Auftrag interessiert? Raumfliegenkaviar. Das geht ja gar nicht mehr. Nein. Danke. Nein. Okay, dann geht's erstmal weiter. Volo, Sprungtor, Gaias Verkündung. Das Geld ist ein bisschen in Stocken geraten. Was macht denn jetzt gerade... Oder was machen die? Okay, der ist voll mit Erz. Das heißt, der braucht jetzt eigentlich nur einen Abnehmer dafür. Und der will jetzt Nividium abbauen, okay. Da hinten noch für eine Station? Stimulanzien. So, dann noch einmal da durch. Dann gucken wir mal. Medikamentenfabrik. Gaias Verkündung. Medikamentenfabrik. Verteidigungsstation. Autopilot eingeschaltet. Mal die nächste Station scannen. Odachi, Baldrick. Da
kauft immer noch keiner was. Einfach einen Abnehmer für Herz geben. Sonnenkraftwerk, Verteidigungsstation der Sigaris Pioniere. Okay. Ja, Provisionen freigeschaltet, das will doch kein Mensch. Also, ich will es nicht. Das will ich. Baupläne. Schon wunder, was so ein. Warum ich so ein Verbindungsstück freischalten kann. Worunter zielt denn das? Ich habe eigentlich Produktionsmodule, Undock-Module und Verteidigungsmodule und Lagermodule. Ich habe etwas Arbeit, die erledigt werden muss. Die ich freischalten kann. Interessiert? Instabiler Kristall, das hätte ich, aber... Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Dafür müsste ich ganz schön weit fliegen, um den zu holen. Wo denn jetzt lang, da lang? Ja. Aber wieder ein Auftrag. Mein Gott, ey. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? So viele kriminelle Energien. Okay, das ist zivil. Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Das frisst ja auch nochmal zusätzlich Zeit, das will ich nicht. So, aber das Ding hätte ich gerne, das würde ich gerne bauen können. Nur eine Provision. Naja, gut, gucken wir da weiter. Wir haben ja immerhin ein Modul schon mal freigeschaltet. Wartungsschiff. Wieder angestoßen. So, dann... Undock-Erlaubnis erteilt. Jetzt will ich gar nicht. Sie wollen die Übertragung empfangen. Verraten Sie es niemandem. Ich habe etwas Arbeit. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Danke.
Wenn es hier dran ist, dann kann das eigentlich nichts werden. Es sei denn, es ist egal, wo es dran ist, aber das glaube ich nicht. Das ist nämlich ein Wohnmodul. Und das habe ich mir noch nicht freigeschaltet, dass ich auch Wohnmodule überscannen quasi verfügbar machen kann. Andocken abgebrochen. Ja, was ich gerne mal kurz machen würde, wäre die Nachrichten lesen. Ja, ja, okay. Computronik-Substratfabrik. Ist hier irgendwas, was ich sinnvoll scannen kann? Ja, die hier, ne? Wartungsschiff. Finden, wo das Datenleck ist. Irgendwo rechts. Kann man das schon sehen? Nee, ne? Bitte Erlaubnis zum Andocken. Doch, da. Andock-Erlaubnis erteilt. Ist aber wieder am Wohnmodul. Danke für Ihre Hilfe. Warum habe ich so wenig Geld? Hat wieder jemand was eingekauft, um zu verkaufen, was? Ja. Es fehlen wieder 300.000, aber daraus werden dann knapp 800.000 wieder gemacht. Ist doch gut. Erreiche System, Renans Triumph, Schiffswerft der Sigaris-Pioniere. Fliegen wir erstmal dahin. Fällt mir gerade etwas ein. Ich brauche eigentlich noch ein Schiff. Aber ich will eigentlich kein kleines. Eigentlich nur noch L-Schiffe. Also für diese Schürfergeschichten. Scheint hier auch was verkauft zu haben. Ja, okay. Machen wir erstmal weiter. So, die Werftbereiche kann ich mir nicht freischalten darüber, das weiß ich. Aber Werften brauchen viel Lager. Kurzstreckentransporter. Ich bin jetzt eigentlich erhofft, Lagermodule freischalten zu können. Größere. Und das geht natürlich auch alles über Kaufen, aber Kaufen kostet halt viel Geld, gerade so bei Modulfreischaltungen. Echt teuer.
Hier irgendwo weiter rechts. Okay, ist eh nur eine Mission. Fliegen wir mal weiter. An der Verteidigungsstation hier war ich leider schon. Ja. Das ist ärgerlich. Unbekanntes Objekt. Dann machen wir noch einmal die Minen weg. Das ist auch mal wieder eine von den Missionen weg. Unbekanntes Objekt. So, alles Freund Feind Mini. Unbekanntes Objekt. Freund Feind. Unbekanntes Objekt. Da kam keiner zu nah dran. So, sehr schön. Mal gucken, ob es hier was gibt. Wartungsschiff. Doch irgendwo. Schon ein ziemlich starker Ausschlag hier, oder nicht? Na gut, das Ding bringt mir eh nichts, weil ich habe dieses Dreieck-Ding ja schon. Danke. Das ist hier oben. Ja. Bitte, wenn Sie mich hören können. Ich brauche Hilfe. Ich gehe mit dieser Transmission ein großes Risiko ein. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Nee. Das ist zu lächerlich.
Hm. Also ein Wohnmodul hätte ich wahrscheinlich schon lange freigeschaltet, wenn ich die entsprechende Forschung dafür gehabt hätte. Will ich doch gar nicht. Na gut. Irgendwo eine Mission mit den Minen da drüben. Ja. Autopilot eingeschaltet. Gehen wir da auch noch mal hin. Hier los, nichts Schlimmes. Hier ist ein Kahn gekommen. Ah, oh, sehr schön. Was ist das denn? Noch so viel Geld übrig oder was? Auf der Station. Erreiche System. Soll. Ich hätte gerne Drohnen. Jede Menge Frachtdrohnen. Autopilot ausgeschaltet. Gefahr. Komm mal kurz von den Minen weg. Freund-Feind-Mine. Da kann man sie natürlich auch räumen. Unbekanntes Objekt. Kurzstreckentransporter. Unbekanntes Objekt. Sehr schön. Haben wir das auch. Dieses Modul hätte ich gerne. Aber natürlich gibt es hier nichts. Andock-Erlaubnis erteilt. Nein, ich will nicht andocken. Danke. Wieder nur so eine dusselige Mission. Das braucht kein Mensch. Gehen wir erstmal wieder hier hin. Und zwar wollen wir jetzt
rein. Autopilot eingeschaltet. Und dann gehen wir nochmal hier rein. Wie viel Geld bräuchte ich? 2 Millionen, um das noch weiterzubauen. An Autopilot ausgeschaltet. Andockerlaubnis erteilt. Niemand hat vor, anzudocken. Identifiziere Kriminelle. Kurzstreckentransporter. Bitte lassen Sie mich in Frieden. Ihr Handeln ist inakzeptabel. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Hier ist die Sektorsicherheit. Komm, Kanal offen. Melde eine Straftat. Bestätigt. Strafregister wurde aktualisiert. Das ist schlecht. Ich erinnere mich davon. Das heißt, wir müssen höher. Wegen so einer bekloppten Mission. Ich habe etwas Ahnung. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Nein. Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Okay, dort ist nichts. So. Autopilot eingeschaltet. Andocken abgebrochen. Orbital Logistik Dock. Okay, jetzt wird's für euch, glaube ich, einmal ganz kurz ins Stocken geraten. Ja. Uranus. So, was ist mit dem Geld los? Wieso habe ich nur 1,2 Millionen? Wieso kommt nichts mehr rein? Handeln meine Schiffe zu wenig? Also die handeln gar nicht momentan, ne? Was ist das hier? Okay. Die Omega war fertig. Das heißt, wir sind doch schon wieder am Forschen? Ja, egal. Gut. Lohnt es jetzt nicht so toll. Bringt er jetzt Energiezellen dahin? Erreicht.
Uranus. Das Ding produziert selber Energiezellen. Eieieiei. Medikamente. Nee. Nur Höhlenteile. So, dann könnte der doch hier vielleicht auch noch was machen. Das einmal komplett beenden. Was hat denn der für einen Dienst sonst? Erreiche Saturn 1. Einen. Merkwürdig. Doch mal darüber. Autopilot ausgeschaltet. Der hat aktuell nichts gefüllt. Ich verstehe immer noch nicht, warum der hier Energiezellen einkauft. Produziert Energiezellen. Illegale Waren auf Drohne entdeckt. Er soll einfach nicht kaufen. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Er hat 2 Millionen auf dem Konto. Wo hat er die denn her? Orbital Versorgungsbasis.
Bauplan. Ein M-Containerlager. Gar nicht ranfliegen. Kurzstreckentransporter. Orbitalversorgungsbasis. Andockerlaubnis erteilt. Sie werden feststellen, dass der Teleporter nun eine viel größere Reichweite hat. Mhm, sehr schön. Ich benötige einige Materialien, bevor ich loslegen kann. Sir. Nemesis, Angreifer. Danke. Schon wieder Geld weg. Da reden wir noch 1,2 Millionen, aber das scheint schon wieder irgendjemand irgendwas einzukaufen. Hallo. Okay, will ich gerade mal gucken, was fehlt mir denn hier noch? Ach, die will ich ja eigentlich auch gar nicht. Eine XXL Valhalla Fabrikationsbucht? Wofür ist die denn? So, Lagermodule. Eigentlich hätte ich gerne hiervon was. Die sind sogar zu teuer zum Kaufen. Viel Glück da draußen. Nemesis, Angreifer. Na gut. Dann werden wir mal, wenn wir mal zurückkommen. Erlaubnis erteilbar. Wer will denn das? Hier ist noch ein bisschen was los. Fallen immer wieder die Xenon ein. Und jetzt Fune. Autopilot eingeschaltet. Wir fliegen erstmal nach Hause.
aber liegt nicht auf dem Weg dorthin. Ja, das ist ganz woanders. Ja. Autopilot ausgeschaltet. Das gibt's noch. Ja, und trotzdem wundere ich mich, dass ich eigentlich keine Gewinne mehr mache. Überhaupt aus. Das ist der Kranich, aber der macht nur noch 200.000. Wo ist denn der andere? Okay, da waren es mal fast 600.000. Die sind bloß irgendwie komplett verpufft. Ja, wir nehmen ihn dafür. Wo kommen denn die 500 her? Ist der schon am Einkaufen oder was? Also, dann schickt er ihn tatsächlich nochmal los. Ich jetzt nicht. Ja, aber wie gesagt, da sind ja 2,8 Millionen mittlerweile auf dem Konto. Und irgendwann wird ja auch die Station etwas überweisen. Ich weiß aber nicht, wann der Zeitpunkt ist. Selber machen. So, 700.000 ist ja immer noch viel.
Weil damit... Mit dem Geld... Da ist sogar nochmal... Fast 1 Million unterwegs. Wo soll das denn jetzt plötzlich herkommen? Höhlenteile, 1000 Höhlenteile will der noch verkaufen hier. So, ich hatte jetzt aber was anderes vor, und zwar möchte ich mit dem Geld, wo ist es, auch planen, dem jetzt das Geld zur Verfügung stellen, was er braucht, um die restlichen Komponenten fertig zu bauen. Das heißt, er müsste jetzt anfangen, sich die Sachen einzukaufen. Jetzt los. Warum ist das jetzt hier in grün? Das bei uns ein und auch bei uns. Also ist das nur so ein durchlaufender Posten? Energiezellen und Hüllenteile, das dauert schon wieder. Das, was eigentlich am einfachsten ist. Da sind Energiezellen. Ah, hiervon fehlen sogar noch ein paar. Ganz ehrlich, eigentlich müsste ich halt das Ding hier entfernen und auch das Ding entfernen, weil ich habe jetzt ja die größere Variante. Und dann würde ich ja lieber das haben. Natürlich ungleich teurer. Zumindest mal von aus. So, und das heißt, wir brauchen jetzt insgesamt 2,7 Millionen. Ist nicht so schlimm. Wozu brauchen wir eigentlich die... Achso, wegen den Dingern. Das geht zum Scheibenproduktion. Ansonsten würden Höhlenteile eigentlich gar keinen Sinn machen. Das ist ja alles eigentlich terranisch ist.
Okay. Dann lassen wir die hier mal machen. So, und ich bin ja auf dem Weg dorthin. Bin ich auf dem Weg dorthin? Autopilot eingeschaltet. Nein, bin ich noch nicht. Jetzt bin ich auf dem Weg dorthin. Also auch mal kurz reingucken. Okay, es ist noch nicht angekommen. Was ist mit ihm hier? Was will der da? Man weiß es nicht. Was will der Raya da? Man weiß es nicht. Sich. Aber was der hier ist. Die muss ich wohl selber mal da rausholen. Okay, ich würde sagen, das sollte erstmal wieder reichen. Viel Zeit verstrichen dafür, dass eigentlich gar nicht so viel passiert ist, also ein paar Forschungen, die jetzt abgeschlossen worden sind. Und was mich natürlich sehr, sehr freut, ist, dass wir hier die Xenon-Ausrüstung gefunden haben. Ja, von den Missionen haben wir ein paar fertig gemacht. Von denen hier. Und ja, die Station hier, die ist auf einem guten Weg und die soll uns dann ab demnächst vielleicht schon die nächste Folge, wahrscheinlich aber erst die übernächste Folge, auch die ersten Profite abwerfen. Bin gespannt. Mal ganz kurz gucken, es werden immer noch keine Höhlenteile besorgt. Ob ich das schnell mal mache? Alles 500. Und 146 Höhlenteile. Könnt ihr mal eben die hier nehmen, die Omega. Macht ja im Grunde nichts. Beziehungsweise die bringt gerade die Sachen rüber, genau. Das Schlimme ist, ich habe schon wieder vergessen, wie viele das waren. 546, kann das sein? Ja, 546 Höhlenteile. Das ist
denn das nächste, was der machen darf? Die dürfen dann dorthin gebracht werden. Keine Frachtdrohnen zur Verfügung. Das kann doch nicht sein, dass der schon wieder keine Frachtdrohnen hat. Uiuiui. So, wo kauft ihr die ein? Hier irgendwo? Kann das sein? Wo kauft ihr die ein? Das ist unglaublich schwer manchmal zu entziffern. Wahrscheinlich hier, ne? Höhlenteile Fabrik, genau. Dann haben wir doch hier einen Ausrüstungsstock in der Nähe. Müssten doch eigentlich mal ein paar Frachtdrohnen installiert werden können. So. So. Die Crew wieder aufgestockt werden. Und dann müsste er doch hier hin können. Den Baulager tauschen können. Nein, noch nicht. Okay. Das heißt, er muss wirklich erst die anderen Sachen abschließen. Das passiert auch vor 8 Stunden. Vor 8 Stunden. Okay, jetzt macht er immer noch das hier. Hat er schon gemacht. Das heißt, der müsste eigentlich gerade dabei sein, abzudocken. Nö. Gut, kann er weitermachen. Sehr schön, wie gesagt. Jetzt machen wir erstmal Schluss für dieses Mal. Wir haben auch gerade wieder 590.000 bekommen. Und dann gucken wir mal, dass wir beim nächsten Mal mal wieder ein bisschen Geld rankommen. Ja. Die Flotte ein bisschen auszubauen, vielleicht einen Schürfer nochmal für die eine Station, um auch Gase sammeln zu können, die dringend ja für die Produktion benötigt werden. Und wenn das der Fall ist, dann sollte eigentlich auch da
ein bisschen Geld über das Hauptquartier generiert werden. Genau, wenn die andere Station fertig ist, wird auch dort Geld generiert. Über Siliziumscheiben. Wobei auch da erstmal entweder ein Schürfer hin muss, den wir kaufen müssen, um eben das Lithium zu schürfen für diese Station. Das ist ja auch der eigentliche Plan. Oder wir müssen dann halt erstmal Lithium einkaufen, um das zu verarbeiten. Energiezellen brauchen wir nicht einkaufen, weil die produzieren wir da selber. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir die beiden Stationen erstmal so zum Laufen bekommen, dass sie uns eben Geld generieren. Jo. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Dieses Mal war es eher ein wenig forschen, die Produkte dafür besorgen, die Technologie wechseln und finden und Bauaufträge starten. Elite, Verteidiger. Ja, guck mal, das ist doch einer von meinen. Jo, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.